Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie wohnt. Mein Name ist Leroy und ich bin heute in Waghäusel zu Besuch bei meiner Lieblings-YouTube-Köchin Sally. Sie hat hier ein eigenes Imperium aufgebaut und wie so jemand privat wohnt, das dürfen wir uns heute anschauen. Und wir werden heute uns auch treffen, um eine gemeinsame Podcast-Folge aufzunehmen, die aber dann schon online ist, wenn ihr dieses Video seht. Also könnt ihr sehr gerne mal auf den Link in der Beschreibung klicken. Das Ganze seht ihr dann bei Amazon Music und ich würde sagen, ich klingel mal und gucke, ob sie die Tür aufmacht. Hier sind verschiedene Klingelschilder und ich klinge mal bei Özcan. Oder war das falsch? Ich klinge auch mal unten. Komm, Hauptsache irgendwer macht auf. Ah, ja, guck, das war richtig. Schauen wir mal rein. Hallöchen, hallihallo. Komm da rein. Hallo Sally, ich grüße Hi. Dich. Alles klar soweit? Ja klar, bei dir. Gut, Dankeschön auch. Ich habe schon ein, zwei Worte zu dir gesagt, aber magst du dich trotzdem einmal selber kurz vorstellen für die Leute da draußen? Ich bin Sally, bin Mama von drei Kindern. Murat zählt auch als großes Kind, mein Mann. Und ich koche und backe gelegentlich. Ja, du kochst und backst gelegentlich. Ich sehe auch, wir stehen schon fast in deiner Küche und hier wird auch super viel gedreht, ne? Ganz viel. Hier werden ganz viele Back- und Kochrezepte gefilmt. Okay, ja. Fast also, jeden Tag. Wenn ihr Hunger habt, dann müsst ihr auf jeden Fall mal auf ihrem Kanal vorbeischauen. Heute wird es aber in diesem Video weniger um das alles gehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß das hier alles ist. Ich bin aber gespannt auf euren privaten Bereich. Ja. Weil das interessiert einen natürlich auch. Wie lebt denn so eine Familie? Und wenn es okay ist, dann würde ich dir einfach folgen. Klar, komm einfach mit. Denn hier vorne arbeiten wir und hinten durch leben wir. So. Herzlich willkommen bei uns. Privat bei Özcans, kann man sagen. Ganz genau. Privat bei dir, Sally. Das hier ist so ein, das ist die Haustür? Genau, das ist die Haustür, wenn praktisch bei uns zu Hause geklingelt wird. Gut, meistens empfangen wir doch alle da vorne, weil wir doch viel im Studio vorne sind, aber normalerweise ist das unsere Haustür. Also es ist alles so ein bisschen kombiniert, so geschäftlich, so ein bisschen privat. Bisschen verwurstelt. Verwurstelt, ja. Verwurstelt. Es ist so alles miteinander vernetzt. Wow, es ist, ja, ich liebe große, offene Räume. Und so Kücheninseln sind natürlich auch wunderschön. Ne? Ja. Sally und ihr Mann haben sich das halt wirklich alles selber erarbeitet. Also alles, was ihr seht und worauf die junge Frau hier stolz sein kann, das ist halt wirklich aus eigenen Händen, aus eigener Kraft entstanden. Und ich bin total überwältigt von diesen ganzen Details. Also die Böden gehen ineinander über. Ja. Keine Oberfläche ist irgendwie so Standard von der Stange geholt. Wer hat das hier so eingerichtet? Ach, das war alles so ein Familienprojekt, muss man sagen. Murats Bruder ist Architekt, der hat das Haus gezeichnet. Wir haben die Türen gemacht, die Wände, den Boden. Also wir haben tatsächlich ganz, ganz viel selber gebaut. Also es war schon viel Arbeit, über drei Jahre lang. An der Wand ist es so, dass wir hier einen Durchgang haben. Zu unserer Vorratskammer. Ich wollte nämlich immer, wie in den amerikanischen Haushalten, mit dem Auto in die Garage fahren, von der Garage die Einkäufe in die Vorratskammer und von der Vorratskammer direkt den Zugang zur Küche. Also wer das von euch erwartet hat, dass hier hinter eine Kammer kommt, ne? Weiß ich nicht, das ist ein... So ein bisschen Kammer des Schreckens. Ja, wirklich. Also entweder man ist Hellseher, aber das ist, ich denke so an Harry Potter so ein bisschen teilweise auch so durch eine Wand gelaufen. Wahnsinn. Und zack, bumm, stehen wir in deiner Vorratskammer. Und dadurch kommt es direkt... Und da gehen wir zur Garage wieder zurück sozusagen. Ja. Und hier ist es immer mal ordentlicher oder mal unordentlicher. Jetzt ist gerade so eine Zwischenphase. Jetzt ist eine Zwischenphase, ja. Aber ich zeig dir noch eine Sache in der Küche. Oh, hast du noch eine Sache? Die ist Hammer, ja. Die ist Hammer. Ein Fahrstuhl in der Küche. Da kann man dann so Geräte verstecken oder...
Für Stauraum? Ja, das ist Stauraum einfach. Ach so, damit das da direkt draufsteht. Genau. Damit du das nicht rauskramen musst. Genau, dann hast du hier praktisch eine Steckdose. Und dann kann man das hier einfach direkt anstöpseln, benutzen und wieder verschwinden lassen. Ja, so, dann schauen wir ins Wohnzimmer. Ich habe da schon mit einem halben Auge mal reingespingst. Wow, also ich finde, die Couch ist der Hammer. Wie viel Zeit verbringst du da, wenn du ehrlich bist? Von 14 Tagen vielleicht einen. Ihr habt aber keinen Fernsehfleck mehr auf. Wir haben einen, aber ich muss sagen, ich bin kein Fernsehmensch, weil ich bin als Kind viel mit dem Fernseher aufgewachsen. Also bei meinen Eltern läuft das den ganzen Tag, aber irgendwann konnte ich so mit dem ganzen Lärm, diese Dauerbeschallung, das mag ich nicht so. Und dann habe ich gesagt, wenn wir uns einen Fernseher kaufen, dann müssen wir ihn verstecken können. Weil ich will nicht, dass der... Ich hätte ihn jetzt hier erwartet eigentlich. Genau, ne? Ich wollte nämlich nicht, dass der so mitten im Raum präsent ist. Aha. Und deswegen haben wir hier so einen Schrank damals eingebaut, dass ich ihn immer verstecken kann. Okay, gibt es bei euch so eine feste Fernsehregel? Also wann geschaut werden darf, wann gezockt werden darf und so? Ja, also die Kinder, die dürfen schon gucken. Sie dürfen tatsächlich nicht YouTube alleine gucken, weil auch wenn wir jetzt beide auf YouTube unterwegs sind und unsere Inhalte sind ja schon, muss ich sagen, gut. Also mein Kanal ist familienfreundlich, da passiert auch gar nichts, was so kein Kind irgendwie sehen darf. Aber es gibt ja auch viele Kanäle, die jetzt nicht ganz jugendfrei sind. Deswegen dürfen sie YouTube nicht alleine gucken, dann nur in Begleitung oder nur bestimmte Kanäle. Ja, und die Tür ist dann dementsprechend eher zu. Und dann schieben wir das einfach zu und dann ist der Fernseher weg. Schön. Dann habt ihr hier noch einen Esstisch. Ja. Sitzt ihr da dann auch wirklich so mittagspausenmäßig zusammen? Oder? Nee, das schaffe ich nicht. Mittagspause machen wir nicht. Die Samira hat auch unsere Große, die hat jetzt immer bis 16 Uhr Schule und Ella ist so bis 14 Uhr im Kindergarten. Mhm. Und wir machen dann abends lieber so das Familienessen. Abendsessen zusammen. Ja, sehr schön. Das ist schön, doch. So, und die Zuschauer haben jetzt auch schon den Blick nach draußen. Genau. Das ist ja der absolute Luxus, der jetzt kommt, oder? Das ist halt echt so Spieloase für klein und groß. Okay. Spieloase pur, ne? Ja. Klettergerüst und Trampolin für die Kinder. Genau, da wo wir es halt auch sehen können, dass wenn ich drinnen bin, in der Küche und gerade koche, dann sehe ich die Kinder. Da haben wir selbstgebaute Kräuterhochbeete und Gemüsehochbeete, weil wir gerne viel anpflanzen. Ja, super. Das heißt, hier können die Kids sich austoben. Ja. Und ihr habt aber auch noch eine gesamte Etage oben drüber, ne? Genau. Da ist sozusagen der Schlafbereich, Kinder, Spielzimmer, Kinderzimmer, was auch immer. Okay, Spielzimmer, jetzt komisch an. Kinderspielzimmer. Kinderspielzimmer, Kinderspielzimmer. Gibt es denn noch irgendwelche geheimen Klappen, geheime Fallen, die man so jetzt noch nicht erwartet? Also hier haben wir zwei Türen. Da ist unser Gästezimmer, Büro und Podcastzimmer. Oh. Ja. Ja. Das heißt, hier werden wir gleich unseren Podcast aufnehmen. Hier nehmen wir den Podcast auf. Freunde, ich habe es eingangs schon gesagt. Also, wenn ihr Interesse habt, unser tiefgehendes Gespräch gesamt zu verfolgen, dann ist die Podcast-Folge von uns beiden auf jeden Fall jetzt auch schon online. Die könnt ihr dann wahrscheinlich über den Link in der Beschreibung abchecken. Die gibt es bei Amazon Music und anschließend nehmen wir wahrscheinlich für euch auch noch einen Podcast auf. Genau, den gibt es überall. Den gibt es überall. Und die Folge von uns beiden, also meine Folge, da könnt ihr vielleicht an der Stelle auch ein paar Highlights sehen. Wo wir uns da, ich weiß nicht, musst du da dran gehen? Deine Tochter ruft jetzt zum zweiten oder dritten Mal an. Echt? Ja. Oh mein Gott, hat der Opa vergessen, dich abzuholen. Hallo? Wer bist du? Wo bist du? Ich bin gerade im Hof. Ah, okay. Ah, Schatz, ich habe schon gedacht, der Opa hat dich vergessen abzuholen. Oh Gott. ich bin im Podcastbüro, Schatz, wir nehmen Podcast auf. Ist er hier oder nicht? Ja, er ist noch da. Aber komm jetzt nicht rein. Er hat extra auf euch gewartet. Komm nicht. Ich habe nur zwei. Wow, richtig cool. Oh, du bist der Hammer. Richtig, richtig toll. Sehr gut. Okay, bis gleich. Tschüss. Gott sei Dank hat er sie nicht vergessen. Das wär's. Mama, wo bist du? Ja, ist der Leroy noch da? Ja, wir müssen uns auf jeden Fall noch treffen. Also so viel ist fest. So, das waren jetzt die Highlights. Voll geil, top eingerichtet. Ich bin gespannt, ich freue mich schon darauf. Es wird bestimmt spannend. Ja. Ruderst du auch wirklich? Das ist für Murat. Ah. Aber er nutzt es nicht. Er nutzt es nicht. Ja. Ja, ich habe vorhin schon den Mann von Sally, Murat, kurz getroffen und die beiden ärgern sich ein bisschen, weil Sally top in Form ist und Murat gibt ihr die Schuld, weil sie die Köchin ist und er so... Er sagt, ich wäre ein Feeder, aber ich bin kein Feeder. Eine Füttererin. Sally, jetzt haben wir hier unten einiges gesehen. Ja. Ich bin natürlich gespannt auf den richtig privaten Teil. Ja.
Dann gehen wir einmal eine Etage nach oben. Gehen wir eine Etage nach oben. Okay. Dann schauen wir mal, ob das hier der Durchgang ist. Ich glaube, doch, das sieht gut aus, oder? Müssen wir mal schauen. Sally, bin ich hier richtig? Hello. Ah, doch, da bist du. Komm einmal kurz raus. Das Wetter ist gerade so optimal, wirklich. So schön, oder? Ja, wir haben richtig Glück gehabt. Das heißt, das hier ist so ein kleiner Übergang. Ja. Aber als Dachterrasse nutzt du es gar nicht richtig, ne? Noch nicht. Also wir hatten mal überlegt, das ein bisschen zu verglasen, zu überdachen, weil hier wird es halt, guck mal, wie es aussieht, immer schmutzig und dreckig natürlich vom Sturm. Seht ihr das da drüben? Ja. Da ist ein Willkommensschild für mich. Das wird nicht gemacht. Das sehe ich jetzt erst. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist alles ja super groß und ihr wohnt ja hier nicht mehr zur Miete. Ihr habt das alles gekauft, das heißt, ihr habt keine Mietkosten. Aber ihr musstet wahrscheinlich einmal richtig hinlassen. Ja, natürlich über die Jahre müssen wir das jetzt abfinanzieren, abzahlen. Wir sind tatsächlich die Ersten, die hier gewohnt und gebaut haben. Nebendran haben wir jetzt noch Nachbarn. Die haben leider keine Kinder oder vielleicht sind die auch schon groß. Und da hinten ist noch alles frei. Also ich hoffe natürlich, dass da jetzt auch bald Nachbarn kommen und so ein bisschen Spielfreunde für unsere Kinder. Ja, stimmt. Also die Eltern, die jetzt hier vielleicht zuschauen, die werden diese Problematik kennen. Ja. Für mich ist es natürlich noch ein bisschen fremd, aber ich finde es trotzdem super spannend und bin natürlich jetzt auch happy, dass wir hier reingehen dürfen. Genau, kommt rein. Ich bin ein richtiger Fan von eurem Boden. Weil ich Holzböden zum einen liebe, aber gerade wenn die sowas noch so ein bisschen was Natürliches, sowas. Ja, ich weiß nicht, ob man das sieht, so die Holzfasern, so die, wenn man drüber läuft. Ihr merkt das sogar, ihr Kamerajungs. Kannst du dazu was sagen? Ja, wir haben echt darauf geachtet, dass wir auch im Haus viel Naturmaterialien verbaut haben. Unten haben wir, unten im Erdgeschoss war ja so ein Betonboden, Sichtbeton. Genau. Deswegen laufe ich da gerne mit Crocs oder Hausschuhen, weil das hart, aber er ist halt gut zum Reinigen, auch schön. Also ist echt schön, passt alles hin. Aber hier oben dachten wir uns Holzboden. Das ist wirklich so ein ganz schlichter Holzboden, ganz tolles Parkett und den legt man sich halt einmal und dann hat man den eigentlich für immer, wenn man ihn gut pflegt. Lebt er gut? Also überlebt er gut? Gut, dann haben wir hier Wäscheraum. Genau, da haben wir dann so, weißt du, mit so Fächern zum Reinschmeißen, dass die Kinder da selber auch ein bisschen alles selber organisieren können. Okay. Ja. Hier ist unser Bad. Mhm. Wow. Der Sturmi war auch nicht hier oben. Echt? Mhm. Ja, Sturmi, ne? Also schauen wir. Ja. Wow, das hier ist so unser Bad. Das ist geil. Ach, und hier um die Ecke kommt die Genau, kommt hier ist eine Dusche. Aber was ich besonders schön finde, ist die Badewanne. Oh ja, die mag so, ich gern. Die ist so matt. Mhm. So eine Acrylbadewanne. Und die ist auch ganz cool, weil ich meine, die zwei Kinder, die baden da gerne drin, haben ihre komischen Badebomben, die sind auch mal gern farbig und alles. Mhm. Und falls sich die Wanne mal verfärben sollte oder irgendwie ein Stoß oder Kratzer ist, dann kannst du die einfach abschleifen. Das heißt, die ist richtig kindertauglich, weil die einfach so aus so einem natürlichen Material ist und dann kann man die so abschleifen. Weißt du, was sie kostet? Ich weiß es nicht. Ich müsste in die Buchhaltung gucken. Yes. Aber die ist, ja. Okay. Ja. Aber oft ist ja so, und das war so unser Prinzip, wer billig kauft, kauft zweimal. Mhm. Und wir haben jetzt, Murat und ich, 10 Jahre zusammen in Wohnungen gewohnt, die uns nicht gehören. Wenn man halt in so einer Mietwohnung ist, da legt man sich kein Parkett rein. Und da kauft man sich vielleicht auch nicht die krasse Küche. Aber wenn man dann ein Haus baut und es gehört dir und du wohnst da eigentlich, bis du alt wirst, dann finde ich, sollte man schon gucken, dass man Materialien hat, die auch nachhaltig sind. Weil alles andere nur Müll produziert. Ja. Wenn du dir halt ein Laminat reinlegst, der nach 4 Jahren kaputt geht, dann unterstützt du die Müllberge auf der ganzen Welt und so hast du jetzt ein Holz und selbst wenn das Holz irgendwann kaputt ist, kannst du es noch verbrennen von mir aus, aber da sollte man schon ein bisschen nachhaltiger denken. Es funktioniert halt auch ganz, ganz egoistisch gedacht, funktioniert das Ganze, finde ich, weil du deinen Geldbeutel auf lange Sicht vielleicht sogar entlastest. Ne? Ja, also auf lange Sicht ist günstiger, bessere, qualitativ hochwertigere Dinge zu kaufen. Ja, super. Ja. Also wir können auch hier durch. Oh, kommt man nochmal zurück, hier gibt es einen Durchgang. Ja. Aha. Nämlich unser Bad, was wir so nutzen, Murat und ich. Das ist hier so der Kleiderschrank. Offener, begehbarer Kleiderschrank. Genau. Wunderschön. Hier ist unser Schlafzimmer. Das ist euer Schlafbereich. Pennt ihr denn, zusammen in einem Bett oder ist das irgendwann, wenn man ewig zusammen ist? Gibt es ja manchmal auch so, dass man... Nee, zusammen. Aber manchmal wünschte ich mir, wenn er viel schnarcht, dass ich noch ein Zimmer hätte. So ein Rückzugsort so für... Manchmal geht er aber tatsächlich auch ins Wohnzimmer, wenn hier dann Katze und Kinder liegen. Mhm. Dann ist schon irgendwann so, okay...
dann geht er einfach. Jetzt frage ich mittlerweile immer nach Team Fernseher oder Team kein Fernseher Team im Schlafzimmer? Kein Fernseher. Also hier hängt normalerweise, das siehst du, drei Bilder. Das waren so Holzbilder und dann waren da neulich Holzwürmer drin. In den Bildern? In den Bildern und deswegen habe ich sie weggehängt. Wie kommen denn Holzwürmer in die Bilder im Schlafzimmer? Ich weiß es nicht. Es waren einfach, weil es so ein Holzbild war, die sind auch drüben. Und dann waren einfach Holzwürmer drin. Ich habe es gesehen, weil hier immer so wie so Sägespäne waren, bis mir auffiel, dass da Holzwürmer drin sind. Und jetzt habe ich die in die Sonne gelegt, weil ich den Tipp auf im Internet gelesen habe, dass die dann in der Sonne irgendwie zerstört werden. Mhm. Sally, warum habt ihr ein iPad in der Wand? Das verstehe ich nicht. Das ist, weil wir ein Smart Home haben, ein Smart Home System komplett. Mhm. Mussten wir auch. Also tatsächlich, wenn man so ein großes Haus hat, entweder brauchst du einen Hausmeister, der dir irgendwie am Abend alle Türen und Fenster verschließt, weil das kannst du halt nicht vom Team verlangen, dass dann, also klar kannst du es schon, aber irgendwann rennst du rum und denkst, ist der Techniker zu? Ist die Haustür zu? Ist die Garage verschlossen? Sonst bist du jeden Abend 20 Minuten und nur mit Verschließen zu. Okay. Fenster zu, alles zu. Und dann haben wir gesagt, komm, mach ein Smart Home System. Das heißt, wir sehen immer, ob ein offenes Fenster ist, ob alles geschlossen ist. Klingelanlage, es funktioniert natürlich alles hier. Also wenn aber jemand jetzt ganz, ganz vorne klingelt, genau. Dann könntest du jetzt. Genau, ich krieg's aufs Handy oder direkt auf das iPad. Geil. Ach, guck mal, wer da schreibt. Der Sturmi. Der Sturmi. Oh, der Sturmi. Ja, Grüße. Grüße an den Sturmwaffel. Jetzt haben wir hier noch eine Tür, haben wir noch nicht reingeschaut. Genau. Da ist Kinderzimmer 1 für unsere mittlerweile 6-Jährige, für die Ella. Schön. Mhm. Ja. Unordentlicher Schreibtisch, wie in jedem Kinderzimmer. Das gehört dazu. Bemalte Wände. Liegt auch. Ah, ja, super, da hat sie sich eine Skala gemacht für ihre Körpergröße. Aber das ist sogar cool. Das macht ja zumindest noch einen Sinn. Ja, ich konnte dann auch nicht schimpfen, weil eigentlich ist es eine coole Idee. Ja. Ja, und da habe ich damals auch fürs Kinderzimmer ein Video gemacht, wie dann ich die Sachen angemalt habe und alles aufgebaut und so weiter. Und wir haben so ein bisschen in die Zukunft gedacht, das haben wir bei Freunden abgeguckt. Ich meine, jetzt sind die Mädels noch klein, aber spätestens in 3, 4, 5 Jahren fängt das Ganze an im Teenageralter mit, ich muss mich fertig machen und keine Ahnung und ich will die Kinder dann nicht in meinem Bad haben. Ich will mein Bad. Ich will mein Bad ordentlich und ohne Schmutz und alles und deswegen haben die ein eigenes Bad. Die haben einen. Ja. Wow. Aber sie duschen hier noch nicht, sie duschen immer noch bei uns. Okay. Aber es ist hier so, ja. Hat aber noch Geburtstag. Ja, für die Mädels. Sehr cool. Ja, und es ist hier so Mädchenbad. Okay. Hinten das, Toilette. Mhm. Reicht für die. Dann habt ihr Ruhe. Und man muss ja auch sagen, ich kenne das selber noch von früher, wenn du mit mehreren Leuten zu Hause lebst, so ab 3, 4, 5 brauchst du auch einfach 2 Toiletten, die nah bei sind. Es ist teilweise auf Knopfdruck so, dass man dann gleichzeitig auf Toilette muss oder gleichzeitig duschen muss. Ja. Und das sorgt für Stress. Ja. Immer klingelt. Ja, das ist der Backofen unten. Der Backofen klingelt hier hoch? Ja. Weil hier ist offen, da können wir gleich runter gucken. Echt jetzt? Schau, da können wir ins Esszimmer runter gucken. Ach schau. So, Galerie. Von hier oben können wir runterschauen. Genau, das Teenagerzimmer. Das ich Teenagerzimmer. Hoffe, okay, egal. Es ist egal, ist doch Miras Zimmer. Du sagst, du wolltest ausdrücken damit, dass es unordentlich ist. Ja. Aha. Also, Sally möchte ich nicht als Mama haben. Die ist ja so hinterher. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ey. Neulich sagt auch meine 5-Jährige zu ihrer Freundin, sag mal, nee, zu meiner Freundin, also zu auch einer Mama, sagt sie, bist du auch so nervig wie meine Mama? Die will immer, dass ich aufräume. Also andere Kinderzimmerböden, die sehen. Samira, wenn du das siehst, du machst das großartig, wirklich Applaus. Ja. Bei mir sah es schlimm aus. Und ist das so ein Ding, was du früher auch in deinem Kinderzimmer hattest? Weil nee, gar nicht. Jungs haben das in der Regel nicht, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich sehe es häufiger bei Mädels, so einen Schminktisch. Ja, das sah sich noch ein bisschen Halloween-Deko. Einen Schminktisch hat sie sich gewünscht, den hat sie bekommen. Nicht, weil sie sich schminkt, weil sie ist noch zu jung dafür. Sie ist 11 oder wird jetzt 11. Aber einfach so, weißt du, zum Haare machen und ist schon süß. Und ist süß, ja. So, jetzt sind wir wieder unten. Ja. Und, hier ist sogar ein bisschen was los. Hier wird gekocht. Ich habe euch eine Wurstpfanne gemacht. Eine Wurstpfanne? Ja, Murat, über dich haben wir gerade auch schon 1-2 Mal gelästert. Ja? Ja? Ja. Ich hoffe nur im Positiven. Natürlich nur im Positiven. Ja. Aber du kannst gerne nochmal dazukommen. Wir machen nämlich jetzt natürlich auch ein kleines Fazit. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich war, glaube ich, noch nie in so einer Bude. Ich bin schwer beeindruckt. Inneneinrichtung, farblich abgestimmt und so weiter. Dein Bruder hat alles konzipiert. Ja, mein Bruder war der Architekt. Das ist zwar ein Vorteil gewesen, aber der Nachteil ist, du kannst deinen eigenen Bude nicht feuern. Das ist ein Nachteil.
Aber wir haben das meiste ja auch selber gemacht. Ja, ihr seid halt so richtige Häuslebauer, ne? Das ja. ist ja, ja hier ja, in der ja, Gegend so. Scharfe Häuslebauer. Das ist ganz genau. Das ist bei uns so, ich weiß nicht, ob du aus dem Dorf kommst, aber bei uns ist es einfach so, hey, hast du gerade Zeit übers Wochenende? Ja, komm, du musst beim Tapezieren helfen. Ja. Komm, ich muss die Steine legen, ich muss die Mauer hochziehen. Ja. Und das macht man dann halt auf dem Dorf einfach. Ja, also ich weiß natürlich auch, dass das hier eine Größenordnung ist, dass das hier auch sauteuer ist. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ihr zahlt das Ganze nach wie vor ab. Genau. Also habt so einen Kredit aufgenommen. Genau. So, genau. Wie man das eigentlich üblicherweise tut. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, wir arbeiten ja hier. Das heißt, wäre jetzt ich noch die Sally von vor 5 Jahren, Lehrerin, und er beim Bau, dann hätten wir ja das Haus nicht gebraucht. Weil hier arbeiten wir, brauchen die Studios, die Mitarbeiter sind jeden Tag da. Also wenn wir jetzt so unser altes Leben, wäre dann so ein kleines Häuschen gewesen mit so kleinen Vorgaben. Aber wir hätten ein kleines Häuschen. Ja. Und wir wären genauso glücklich, 100%. Ja. Genauso glücklich. Anders und, einfach. Ja, anders. Vielleicht wäre ich ein bisschen schlanker, aber ansonsten wäre alles Das klar. liegt nicht an mir. Ja, nee, das liegt daran, dass er immer snackt. Ja. Wie viel Quadratmeter, das habe ich ganz vergessen zu fragen, ist hier euer Privatbereich groß? Also ich glaube, so Wohnfläche haben wir vielleicht. 160 ungefähr. Okay. Ja. Ja. Und da sind wir 15 Quadratmeter. Das ist tatsächlich, das ist Wartungssystem. Weil jetzt hat vorne jemand geklingelt. Aha, okay. Du musst halt überlegen, weil wir wohnen hier und ganz vorne ist Tor und dann ist vorne Studio, oben noch das Büro und dann muss man halt wissen, wo hat es geklingelt, zu wem will jemand. Und das Haus ist auch extrem energetisch gebaut. Also es ist nicht einfach so gebaut, so hey, sieht krass aus, sondern ist wirklich komplett durchdacht. Das wurde auch zu den 5 innovativsten Häusern europaweit gewählt. Also ganz, ganz krass. Eine coole Geschichte. Und ich habe es gebaut. Sie hat es gebaut. Man muss halt immer überlegen, alles, was man hat, ist ja irgendwo ein Besitz. Und alles, was du besitzt, besitzt auch dich. Das heißt, wir hatten schon mehr Zeit, als wir noch in unserer 4-Zimmer-Wohnung oder 3-Zimmer-Wohnung waren. Es war halt schnell aufgeräumt, schnell geputzt. Wir waren echt gut fertig. Spannender Punkt. Aber sobald wir dann in dieses Haus gezogen sind, ich bin halt jeden Tag am Aufräumen, Ausmisten. Jedes Wochenende denke ich mir so, okay, gehe ich jetzt raus, Buch lesen in dem wunderschönen Garten oder räume ich doch noch kurz die Vorratskammer auf? Ich finde, an dem Punkt wird es auch greifbar für viele Menschen da draußen, weil jeder stellt sich die Frage, ich weiß auch, dass in der Community viele sind, die sich Eigentum wünschen oder jetzt gerade auch dabei sind, sich irgendwas anzuschaffen. Irgendwann kommt man in dieses Alter und das muss man halt beachten, weil in den eigenen 4 Wänden hast du komplett deine Freiheit, ihr genießt das, du werkelst überall rum und so, das gehört dazu. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Verantwortung. Also seid euch dessen immer bewusst. Was wäre so euer größter Tipp, den ihr gerne da mit auf den Weg geben würdet? Immer Qualität, ganz ehrlich. Ja. Also beim Hausbau wirklich, also wenn es nicht deine eigene Wohnung ist, dein eigenes Haus hast, dann hau ein Laminat rein. Wirklich, dann kannst du einen für 4,50 Euro holen, hau ein Laminat rein. So, hast du eben schon gesagt? Genau. Ja. Aber wenn man wirklich baut und für sich selber baut, und da ist es ganz, ganz wichtig, mach's einmal im Leben. Und mach so richtig, dass du es vielleicht nie mehr wieder machen musst. Ich denke, wenn man sich diesen Prozess in Videos auch nochmal bei euch anschaut, hat man da super viel Anleitung auch, wie die beiden das gedacht haben, warum es jetzt heute so aussieht, wie ihr das heute sehen konntet. Und das kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Background haben wollt zu dem, wie die überhaupt so weit gekommen sind, dann würde ich euch empfehlen, euch die Podcast-Folge anzuhören. Die ist nämlich jetzt hörbar. Ja. Klickt auf den Link in der Beschreibung. Da durfte ich Sally jetzt mal so ein bisschen interviewen. Und Murat, danke, dass du auch kurz mal hier vorbeigeschaut hast. Ne? Ich mache die Wurstpfanne fertig. Die Wurstpfanne fertig. Das heißt, wir essen kurz noch was und dann gibt es die Podcast-Aufnahme. Großartig. Perfekt. Ja, Freunde, wir verabschieden uns. Vielen Dank. Murat, du, ab in die Küche. Haut rein. Ja. Tschüss. Ich bin in die Küche und arbeite. Ja, Sally, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Dankeschön. Dass ich hier bei dir sein durfte. Danke. Ja, und ich bin sehr gefreut. Freunde, schaut bei ihr vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.